Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 476. Heute knacken wir einen Code. Und den habe ich mir aufgeschrieben. Ne, 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 diese Musik, ne? So. Die macht mich irgendwie wahnsinnig, keine Ahnung. Kann ich sie ausmachen? Was machst du überhaupt hier drin? Wie bist du hier reingekommen? Sollte eher die Frage sein. Da kriegt man einen Raumanzug. Mehr ist hier nicht. Wo ist dieses verdammte Radio? Oh. Die Musik hat mich kirre gemacht, deswegen war auch meine Ansage ein bisschen komisch. Weil ich verrückt geworden bin. Verrückter als jetzt schon. Oh. Ja gut, die Ausbeute war hier ein bisschen mau. Aber gut, wir haben einen Raumanzug, den wir uns höchstwahrscheinlich einfach rüberziehen können. Dann tun wir das auch einfach mal. Mal sehen, wie der aussieht. So sehen wir jetzt aus, was ich echt ganz cool finde. Ja, hat was, aber ganz ehrlich, das findet doch jeder hier drin. Ich finde meine Bekleidung schon besser. Eigentlich muss ich hier nicht rein, ne? Gehe ich wieder raus. Och, nicht der Bug. Das Problem ist, die haben hier einen Bug reingepatcht, dass du ab und zu nicht aus der Powerrüstung rauskommst, sondern einfach stecken bleibst. Deswegen will ich Powerrüstung eigentlich momentan sehr gerne vermeiden. So, ich hol mal ganz, ganz kurz hier den Scheiß hier ab. Da. Hier war das, ne? So, was bekommen wir denn? Gepolsterte Kampfrüstung, Fusionskern. Ich bin überladen, geil. Ja gut. Oh, Gatling Laser. Da kommen wir der Sache noch schon näher. Wegen sowas bin ich gerne hier, weil wir eventuell irgendwann wieder einen Gatling Laser haben und dafür brauchen wir natürlich Aufsätze. Da, wo ist der Gatling? Gatling Plasma ist das. Achso, wir haben beides. Alles klar. Danke dafür. Kein Wunder, dass ich überladen bin. Ich habe hier bei mir unterm Haus einen Aluminiumader. LOL. Alles klar, was hängt da hinten rum? Will ich die gebrauchen? Oh, eine Red-Kakerlake, die brauche ich. Ach, Schlinger. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Direkt auf den Ghoul. Da war noch ein zweiter. Ach, den habe ich mitgetötet. Glühbirne. Aber du gibst doch einen Einkaufskorb. Okay, Schlinger geben dir gar nichts. Ach, die anderen Viecher haben Schrauben gegeben, ne? Ja. Ich bräuchte einen Spot, wo ich die Viecher farmen kann. Die Schrauben geben. Das wäre immer noch das Geilste. Bitte nicht zu weit auseinanderfliegen. Oh, direkt den Injektor, den ich brauche. Gut, den werden wir auch behalten. Habe ich das richtig gesehen? War das ein Zementsack? Den nehme ich gerne. So, ich will die Kakerlake. Obwohl, wir werden hundertprozentig noch eine andere Kakerlake finden. Also wegen der Kakerlake müssen wir jetzt hier keinen Aufstand machen. Lauf doch nicht weg. Nebelkriecher war das. Viech. Wo, Leute, wo kann man hier Nebelkriecher farmen? Wo gibt es die am meisten? Bei dem Event momentan, ne? Interesting. Oh. Beim Event. Ich bezweifle stark, dass du runterkommst bei deinem Gewicht. Hätte ich auch keinen Bock zu.
Was ist das Blaue da? Seht ihr das? War das ein blaublütiger Ghoul vielleicht? Und das muss ich jetzt aber nachgucken. Jetzt hast du mein Interesse geweckt. Hä? Oh, eine Braustation. Ah, ich brauche Skill 0 vom Terminals, ne? Muss mal ganz kurz gucken. Welt. Kryptoanalyse. Stufe 2 brauchen wir noch einen und bei 0 brauchen wir 3. Ja, gut. Die Kakerlake. Ah, komm, die holen wir uns jetzt. Jetzt bin ich ja schon mal hier. Können wir sie uns auch kurz mal schnappen hier. Zack. Nein! Ha, funktioniert noch. Ich weiß zwar nicht, wo er da noch eine Kakerlake gesehen hat, aber... Hm. Ist okay. Das heißt, wenn ich Zeit habe, kann ich bei den Events easy Schrauben farben. Das ist gut. Das ist sogar richtig gut. Kein Aufsatz. Kein Aufsatz. Gut, das bezahlt für jedes da was wäre. Ah, justierter kurzer Lauf. Präzisionsschütze nix. Pellerinklein doch nicht. Gatling-Laser. Justierter verlängerter Lauf. Gatling Plasma. Ah. Ah, schade. Oh, das hätte ich mir gewünscht. Warum bist du bei den Favoriten? Was ist hier passiert? So, den Raumanzug packen wir weg. Einfach weil er ziemlich cool ist. Ich meine, ich könnte hier jederzeit dahin gehen mit meinem Code. Aber was soll's. So. Okay. Dann wollen wir mal. Was sagt denn unsere Schatzliste jetzt? Erstmal aus dem Ding hier rausgehen. Hier. So. Und dann gucken wir mal, wie viel ich wiege. 222? Ja. Oh, komm. Wir gehen erstmal hier runter. Erstmal das Gewicht loswerden. So, und wir müssten jetzt sogar genug haben, um unsere Waffe zu verbessern. Das ist zwar nur eine Präzision, aber ist immer noch besser als gar nichts hier. Oh, stimmt, wir haben noch ein Level Up. Ha, ich vergesse das immer wieder. Rüstmeister weg. Waffenschmied rein. Jetzt schwören können, ich habe gerade einen Spieler gesehen. Aber vielleicht habe ich nur Halluzinationen. Ja, gut. Da war wirklich ein Spieler, ne? Ich hatte keine Halluzination. Hallo, Poppy? Ich glaube, der Name war zensiert. Ah, endlich. Endlich steht es wieder. Da fehlt mir ja nur noch Ringelkorn, ne? Aber ich... War doch. Ah, reparieren. Ich will es doch nicht reparieren, ich will es ernten. Also, das ist doch echt. Das ist ein Schmarrn hier. Ignorieren wir das mal. Wir könnten wieder Wasser mitnehmen, ne? Bei Nebel und Regen steigt deine Schadensresistenz für 30 Minuten. Alles klar, ist auch schön haltbar noch. Ich hab Mais! Ich hab Mais! Oh Gott, ich hab Mais! Oh, Mais, 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 Mais. Ja. Ich muss zwar jetzt noch Dünger herstellen, oder? Naja, ich habe mal viel Dünger.
Aber wenn die erste Maispflanze steht und geerntet werden kann, kann der Rest dann langsam wieder hergestellt werden. Tato haben wir jetzt keine. Mutter. Wir müssen noch eine Mutterbeere finden. Na gut. Was sagt denn deren nächste? Ach, wir sind ja im Wald angekommen, ne? Brücken. Wir brauchen zwei Brücken, die nebeneinander sind. Und wir gucken Richtung Norden. Wenn wir Richtung Norden gucken, muss eine Brücke vor uns sein. Und die andere daneben. Hier eventuell. Wir gucken da mal vorbei. Das kann ja nicht so schwer sein zu finden. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Wüste gehen wegen Skorpionen. Schade. Ich bezweifle, dass wir hier welche finden. So. Ist das jetzt schon eine Brücke? Bist du ein Hund? Wärst du ein Hund gewesen, wärst du am Leben geblieben. Hast dich falsch entschieden in deinem Leben. Eine falsche Entscheidung kostet dich dein Leben. Es tut mir leid. Brami-Fleisch. Ich bezweifle mal stark, dass das diese Brücke ist, die wir suchen. Ah, nee. Nee. Hau ab! Ich suche Wölfe. Nicht mehr der Kritische hat gesessen. Ich bin genauso blind wie er. Er hat Level 1 und er hat's überlebt? Verarschen kann ich mich alleine. Okay, diese Brücke ist es nicht. Wir müssen einfach nur alle Brücken im Wald absuchen. Halt, Moment. Das ist eine Bahnbrücke. Oder nicht? Eventuell da. Ja, wir gucken uns einfach jede Brücke an. Da habe ich keine Schmerzen mit, mir Brücken anzugucken. Brücken sind schön. Manchmal. Und wir müssen eh noch ein paar Sachen finden. Zum Fotografieren. Und dann geht es nämlich zu den anderen Sachen. Ich weiß auch gar nicht, müssen wir eigentlich alles machen von den Kaulquappen? Bin ich mir nicht so sicher. Klingt auf jeden Fall nicht logisch, wenn man alles machen muss. Also das ist echt... Echt trotz dabei. Muss man Katzen fotografieren? Nö. Alles klar, dann kann ich weitergehen. Hier ist eine Brücke. Das ist aber nicht die richtige. Da ist die andere. So nicht die richtige. Ja gut. Nächster Versuch. Da ist nur eine Brücke. Wir brauchen zwei. Das muss doch einfacher gehen. Ist eine Brücke, die... Da geht der Fluss eine Kurve. Alles klar. Geradeaus und links. Und dann Richtung Norden. Also ich stelle mir das jetzt bildlich vor. Ich stehe da. Vor mir ist die Brücke. Das heißt, der Fluss geht so entlang. Ich muss mir das nicht vorstellen. Das ist ein verdammtes Bild, Mann. Was ist denn los mit dir, Zero? Also gut. Es kann eigentlich nur hier sein. Oder da. Aber da ist nur eine Brücke. Jetzt muss es hier sein. Oder da. Nee, da kann es nicht sein. Kann nicht so schwer sein. Ich stelle mich aber auch an wieder.
Nope. Sieht nicht so aus. Das ist doch die falsche Brücke, oder? Wo ist denn hier Wasser? Wird mir eindeutig Wasser. Was? Wo gucke ich hin? Da ist doch so eine Brücke. Nach der habe ich gesucht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das genau diese Brücke ist, die wir suchen. Wenn wir jetzt Richtung Norden gucken, wird die Brücke mich wahrscheinlich auslachen. Obwohl, da ist noch eine zweite Brücke. Bei mir nicht, oder? Irgendwie sind wir falsch. Aber es ist definitiv so eine Straßenbrücke. Aber wo könnte die denn noch sein? Würde halt hier beim Damm nur noch einfallen, ne? Das sind doch keine zwei Brücken. Aber es ist auf jeden Fall so eine Autobahnbrücke oder eine Autobrücke. Oder Schwertransportbrücke. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ist klar. Hier könnte es auch noch sein. Ja, da komme ich doch her. Heute ist ein schöner Brückentag, Freunde. Kann doch nicht so schwer sein, so eine dämliche Brücke zu finden. Es gibt nicht so viele. Und diese ist es auf jeden Fall nicht. Da gibt es ehrlich gesagt nicht viel. Können nur dem Fluss jetzt folgen und gucken. Ich meine, sobald wir es gefunden haben, ist es total obvious, dass da was war. Aber so sehe ich ehrlich gesagt nichts. Nee. Aber was ich gesehen habe, was bist du für eine Quest? Achso. 1A-Häppchen. Das heißt, es gibt diese Woche eigentlich kaum normale Events. Also diese Standarddinger. Das ist schade. Okay, aber hier ist es auch nicht. Oh, müssen wir weiter suchen. Ja, scheiße, Mann.
Da war es auch nicht. Na gut, gehen wir einfach der Richtung nach und dann. Wir gucken uns jetzt alles an. Außerdem waren wir da noch nicht. Hallo? Was war das für ein Geräusch? Das war, wie ich die Karte markiert habe, ne? Ich sehe Gebäude. Im Norden davon müssen Gebäude sein. So eine Stadt. Wir gehen mal hier hin. So. Gehen wir mal in die Richtung. Hier ist gerade wie ein Event aufgetaucht. Spezielle Quelle gefunden. Ziel ist ein recht billiges Event. Wie sie alle auf einen Haufen hängen, ey. Komm, machen wir das Event mal ganz schnell. Ist ja eh fix gemacht. Leite Scan-Protokoll ein. Potenzielles kompostierbares Ziel. Nähern Sie sich und gehen. Es ist lustig, OP zu sein. Potenzielle Nährstoffquelle. Wo soll der letzte sein? Na gut, wenn es mir nicht angezeigt wird, dann lasse ich es auch. Achso. Dies ist eine automatische Nachricht. Die Waldwache hat festgestellt, dass alle Aufseher ausgeschaltet sind. Gute Arbeit. Responder-Team, begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Ich bin halt hier angekommen und da standen alle auf dem Haufen und dann dachte ich, oh, schieße sie alle weg. Hat funktioniert. Das ist ein Test. Unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Seid vorsichtig. Das ist echt ein kurzes Event. Das gefällt mir. Zu Preis! Hä? Ach komm. Für die Düngung des Bodens wird zusätzliches biologisches Material benötigt. Tagebuch der Aufseher, Eintrag 1. Was geht denn hier ab? So, zeig mal her den Scheiß. Kenn ich anscheinend schon. Wie kommen wir jetzt hier runter? Ich wollte doch nur kurz das Event machen. Bestehen Sie zu 90% aus kompostierbarem Material. Ich weiß nicht, wie man runterkommt. Hä? Verarschen? Okay, dann müssen wir halt die Treppe raufgehen, um runterzukommen. Oh. Den nehme ich doch gerne mit. Schrauben sind gern gesehene Gäste bei mir zu Hause. Ich glaube, da geht's runter. Haha! Ich hoffe, wir bekommen irgendwas Gutes dabei. Notiz an Mac. Mac, wir brauchen dich. Die Verbrannten wurden drüben bei Tillys Farm gesichtet. Sie bleiben erstmal bei uns. Aber wir sind hier mit den Kindern allein. Alle Männer sind in Morgantown. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihnen gehört. Du bist schon so lange fort und arbeitest an diesen verdammten Bots. Bitte komm wieder nach Hause. In Liebe, deine Marjorie. Alles klar. Wie sie uns kennen? Na, schade. Wir haben einen Tomahawk bekommen. Oh! Oh, cool. Nehme ich gerne mit. Kann ich reisen? Ein legendärer Gegenstand. Einfach so.
Das heißt, rein theoretisch haben wir die 100 zusammen, ne? Aber nur theoretisch, ich weiß nicht, waren das 97? Oder ich glaube 93. Dann würde das aber nicht reichen. So. Da lebt ja noch was. Brücke. Das ist die falsche Brücke. Gehen wir in die Richtung. Kann doch nicht sein, dass ich hier keine Brücke finde. Das ist auch die falsche Brücke. Das ist immer noch dieselbe. Das ist auch die falsche Brücke. Ich bezweifle, dass das die Brücke ist. Also bald haben wir alle Brücken durch, Leute. Dann bin ich ratlos. Die kann es auch nicht sein, das war so eine Holzbrücke, ne? Ja. Ich bin nur hier im Wald, oder? Waldschatzkasse. Ich kannte das noch nicht. Alles klar. Das ist hier doch der Wald, oder nicht? Wenn ich jetzt an der falschen Stelle suche. Ne, das andere ist das Moor. Das muss der Wald sein. Todeskralleninsel. Achso, deswegen heißt sie so. Jetzt verstehe ich's. Ich habe mich immer gefragt, warum sie so heißt. Und jetzt weiß ich's. Ich meine, das kann's ja nicht mal sein. Wenn die Kurve nach links geht, verdammt. Oh Mann, ey. Die geht nach links oder dann hoch? Ja, haben wir geguckt, ne? Natürlich, da habe ich zweimal geguckt. Hier ist eine Pferdebrücke. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich gehe da jetzt hin. Dahinter ist eine Stadt. Wenn es das ist, dann fresse ich einen Besen. Dann drehe ich durch. Aber es die richtige Brücke ist, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.